Servus, Chef. Genau, das ist die Strukturanalyse, okay? Ja, herzlich willkommen bei VfB Insight. Heute mit Fritzle. Ist er Fritzle geboren, also ein ganz besonderer Tag gewesen und heute, 30 Jahre später, Fritzle ist der Star bei allen Kids. Ein Krokodil, das 30 wird, ist noch jung, ne? Die werden ja über 100 Jahre alt. Seitdem ich beim VfB spiele, ist der Fritzle am Start und es freut mich immer wieder, den Fritzle zu sehen. Ich glaube, ich kannte es einfach schon, habe mir natürlich nicht so viel Gedanken drum gemacht, aber irgendwie war es doch präsent. Also auch wenn man vorher nicht so viel mit dem VfB zu tun hatte, kennt man das Fritzle irgendwie oder hat es zumindest schon mal gesehen. Ich glaube, das war auch nochmal diese Euphorie der Meisterschaft 92. Und es gibt ja ein Mannschaftsfoto, da ist in der Tat ein Ei und danach ist Fritzle geschlüpft. Also schwäbischer Humor schon 92. Fritzle lebt ja am Neckar. Neckar ist ja auch ein Aushängeschild, sozusagen ein Wahrzeichen von Stuttgart. Von daher hat man sich schon einiges bei gedacht. Und 30 Jahre später ist Fritzle immer noch der heimliche Star aller Kids. Hier haben wir die VfB-Elfi, eine Dame. Jetzt hier das VfB-Krokodil. Da eine ganz abstrakte Figur mit einem leckgezeichneten Comic dazu. Yogi, der VfB, Bernd Stark. Und den VfB-Fetz, eine Drachenform. Das hat auf jeden Fall verdient, so wie er die Zuschauer immer mitnimmt im Stadion und alles für den VfB gibt, glaube ich, ist das eine schöne Sache heute. Ich weiß nicht, wer ist da drin, aber ich wollte gerne wissen. Aber Rudi Zöber mag viel Freude. Die kleinen Jungs mögen sie. Fritzle im Stadion zu sehen ist natürlich immer sehr schön. Obwohl ich immer noch nicht weiß, wer da drunter steckt. Das wissen aber, glaube ich, auch nicht viele. Verstehe die Frage jetzt nicht. Fritzle ist ein Krokodil und da gibt es keinen Darsteller. Ich sehe es ja an meiner eigenen Tochter, die hat ein Fritzle-Lätzchen zu Hause und will das jeden Morgen anziehen, deswegen, ja. Ja, klar. Ist einfach schön zu sehen, dass die Kinder sich da freuen, wenn sie ein Fritzle sehen.
Naja, im Meisterjahr 92 ist der Fritzl geboren, also ein ganz besonderer Tag gewesen. Und heute, 30 Jahre später, freuen wir uns, dass wir heute den Geburtstag feiern in der Wilhelma. Wilhelma ist auch ein Aushängeschild für Stuttgart und Fritzl hat Frederik besucht. Bisschen größer, 600 Kilo, 5 Meter groß. Also Fritzl sozusagen als kleiner Bruder. Das passt einmal beides Cannstatt, beides Krokodil, ne? Fritzl-Krokodil, Frederik, größtes Krokodil in ganz Deutschland, Riesenleisten-Krokodil, das ist natürlich super und Zoo und der Geburtstag für Fritzl, das ist natürlich super zusammen. Fritzle ist 30 Jahre und hat natürlich eine ganz, ganz große Bedeutung für alle Kids und ist ein Bestandteil der Geschichte auch des VfB Stuttgart. Also von daher haben wir den Geburtstag heute auch groß gefeiert und werden aber natürlich auch die nächsten Jahre Fritzle als festen Bestandteil unseres Clubs natürlich auch immer wertschätzen und ist bei jedem Spiel dabei, bei jeder Veranstaltung dabei. Fritzle ist seit 92 dabei.